Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Ein weiteres Stream-Video. Und dieses Mal geht es um 10 Drachen aus der britischen Volkslore. Obwohl Beowulf und St. George die berühmtesten Drachentöter der britischen Mythologie waren, können sie nicht alle Drachen besiegt haben, die in der größeren Volkslore von England, Wales und Schottland vorkommen. Viele dieser Drachen oder Würmer, wie sie häufig auch genannt werden, haben Geschichten, die sie mit festen Orten in ganz Großbritannien verbinden. Daher ist ein großer Teil der britischen Drachen Teil von Volksmärchen, die im Laufe der Jahrhunderte überliefert wurden. So, und nun erzähle ich euch über diese Drachen. Wir fangen von unten nach oben an. 10. Die roten und weißen Drachen. Das Bild des Drachen ist ein wesentlicher Bestandteil der walischen Identität. Als Beweis dafür ist auf der Flagge des Landes ein roter Drache als Symbol für walischen Stolz und Nationalismus eingeprägt. Dieser Drache erscheint zusammen mit einem weißen Drachen. Diese beiden Drachen sind ein Beispiel der britischen Prosa-Literatur und eine wichtige Sammlung der walischen Mythologie. Irgendwann zwischen dem 12. und 13. Jahrhundert wurde es zusammengestellt. Die Mabinogion enthält zahlreiche Geschichten, die auf der ganzen Welt berühmt wurden, wie einige der frühesten Berichte des keltischen Führers, König Arthur. Lud und Lilfels. Eine der anderen berühmten Geschichten beschreibt den wichtigen Krieg zwischen den roten Drachen und den eindringenden weißen Drachen. In der Geschichte ist der fremde weiße Drache so furchterregend, dass seine Schreie Frauen missbrauchen. Und seine bloße Anwesenheit reicht aus, um Vieh zu töten und Getreide zu zerstören. König Lud von Großbritannien ist entschlossen, sein Königreich von dieser Bedrohung zu befreien und besucht seinen Bruder Lilfels in Frankreich. Lilfels forderte seinen Bruder auf, eine mit Met gefüllte Grube vorzubereiten und mit einem Tuch zu bedecken. Nachdem Lud diese Aufgabe erledigt hat, beginnt der weiße Drache aus der Grube zu trinken und fällt in eine betrunkene Betäubung. Während das Monster schläft, fängt Lud den Drachen ein und sperrt ihn in Dinas Emrys, einem hölzernen Hügel in Wales. Eine der häufigsten Interpretationen dieser Geschichte ist, dass der rote Drache die einheimischen keltischen Einwohner Großbritanniens darstellt, während der weiße Drache ein Symbol der germanischen Angelsachen ist, die im 5. Jahrhundert in England eindrang. Eine verwandte Idee ist, dass der weiße Drache das Symbol des sächsischen Kriegsherrn Vortigern ist, während der rote Drache die Flagge der Truppen von König Arthur ist. In jedem Fall zeigt Lud und Lilfels eine enge Bezeichnung zwischen Celtic-Britannien und Gallien, dem heutigen Frankreich. Was die Ursprünge dieser Geschichte möglicherweise noch älter als das 5. Jahrhundert macht. 9. Dragon von Loshi Hill. Der Drache von Loshi Hill ist eine tragische Geschichte von Yorkshire, die Reverend Thomas Parkinson in seinem 1888ern erschienenen Buch erzählte Yorkshire-Legenden und Traditionen. Parkinson zufolge handelt es sich bei einem großen Drachen um einen Wald, der später als Loshi Hill in der Pfarrgemeinde Stonecrave bekannt war. Als der Drache die Dorfbewohner verängstigte, beschloss ein mutiger Ritter namens Peter Loshi, das Tier ein für alle Male zu töten, während er eine spezielle Rüstung mit mehreren Rasierklingen trug. Machte sich Loshi und ein verlässlicher Hund auf die Suche nach dem Drachen.
Zuversichtlich, dass der Ritter nur eine weitere Mahlzeit sein würde, wickelte sich der Drache um Loschis Rüstung und versuchte, den Menschen zur ewigen Unterwerfung zu zwingen. Loschis Rüstung gab den Drachen zahlreiche Schnitte, aber alle heilten schnell. Obwohl Loschi von den übernatürlichen Kräften des Drachen betäubt war, gelang es ihm, mit seinem Schwert Stücke von der Haut des Drachen abzuschneiden. Sein Hund trug die Stücke dann zur Nannington Church. Loschi und sein Hund konnten den Drachen so gründlich zerstückeln, dass er sich nicht regenerieren konnte. Loschi war so überglücklich, dass er nicht merkte, dass sein Gesicht vom Gift des Drachen bedeckt war. Nach dem Lecken seines Meisters Gesicht nahm der treue Hund das Gift auf und starb. Die Giftdämpfe wurden für Loschi wiederum zu viel und er starb an der Seite seines Hundes. Als Dankeschön beerdigten die Dorfbewohner von Stonegrave Loschi neben seinem Hund in der Nannington Church, wo Steingravierungen die Geschichte für alles sichtbar erzählen. Eine schöne und traurige Geschichte, wie ich finde. 8. Der Sockbornwurm. Der Sockbornwurm ist ein Wyvern, kein Drache. Wohl ein Verwandter des Drachen. Nordeuropäischer Volkslore stellte Wyverns als kleinere Kreatur dar, die den Kopf eines Drachen, den Körper einer Schlange, die Flügel einer Fledermaus und zwei Beine, die über einen langen, schlangenartigen Schwanz hervorstehen, darstellte. Obwohl sie kleiner als Drachen sind, waren die Wyvern bekannt dafür, dass sie außergewöhnlich bösartig sind. Der Stockwurm war nicht anders. Nicht lange nach der Eroberung durch Norman begann der Wurm Sockwurm das Land rund um den River Tees im County Durham zu terrorisieren. Der Stockbornwurm setzte seine Fähigkeiten zu fliegen und seinen giftigen Atem, um Chaos auf der gesamten Stockbornsinsel zu verursachen. Als er erkannte, dass die Wyvern getötet werden mussten, um das Reich zu retten, besuchte ein Ritter namens Sir John Conyers eine Kirche und bot das Leben seines einzigen Sohnes Gott an, um sich auf die Schlacht vorzubereiten. Ein als Bowes-Manuskript bekanntes Dokument behauptet, Conyers habe nicht nur die Wyvern getötet, sondern auch Land und einen Titel wegen seines Heldentums verdient. Einige Historiker haben vermutet, dass der Stockwurm einen plündernden dänischen Krieger darstellt, während andere Conyers als normannischen Ritter betrachten, der dazu beigetragen hat, die anglo-französische Herrschaft im Norden zu legitimieren. Was auch immer die Wahrheit ist, die Waffe, mit der Conyers angeblich den Stockwurm getötet hat, ist immer noch in der Durham Kathedrale zu sehen und wird Conyers Falchion genannt. Interessante Geschichte. 7. Mester Storwurm. Die Orkney-Insel liegt im äußersten Norden Schottlands und haben eine uralte Geschichte, die bis in die Steinzeit zurückreicht. Im 9. Jahrhundert wurde Orkney Opfer zahlreicher Wikingerüberfälle aus Norwegen. Letztendlich wurde die Insel von Skandinaviern besiedelt, die dabei geholfen haben, die Insel für norwegische und später dano-norwegische Könige zu annektieren. Da die Orkneys eine Möglichkeit für die Interaktion der germanischen und keltischen Kultur boten, wurde die Insel zu einer einzigartigen Volkslore. Als Teil dieser Volkslore blieb der Mester Storwurm ein durch und durch orkadische Geschichte. Der Legende nach war der Mester Storwurm eine gigantische Seeschlange, die sich um die ganze Welt wickeln konnte. Als er sich bewegte, verursachte der Mester Storwurm Erdbeben und andere Naturkatastrophen. Aufgrund des Giftes seines Atems
und seiner Gewohnheit, Schiffe in Stücke zu zerschmettern, wurden die meisten Ritter von der Kreatur ferngehalten. Eines Tages versprach ein mächtiger Zauberer den König, das Seebiest könnte getötet werden, wenn der König seine Tochter den Zauberer preisgebe. Da der König seine Tochter nicht verlieren wollte, bot er jedem mutigen Krieger, der den Wurm von Mestersdorr tötete, das gesamte Königreich an. Unter dem Namen Asipatle tauchte ein unwahrscheinlicher Held auf. Ein Bauer mit langsamem Witz, der den Drachen tötete, indem er ein Schiff in den Bauch des Drachen führte. Dort wendete Asipatle brennende Torf auf die Drachenleber an, was schließlich zu einer Explosion führte, die die Welt für immer von Mestersdorrwurm befreite. Die Legende nach hat das tote Tier eine positive Veränderung herbeigeführt, denn die Drachenzähne schufen die Orkney-Inseln. Interessant, so ist diese Insel entstanden. Sechstens, Bignor Hill Dragon. Über den Bignor Hill Drachen ist nicht viel bekannt. Sein Name erscheint nur sporadisch in den historischen Aufzeichnungen. Aber die wenigen Hinweise auf das Tier sind ziemlich verlockend. Im 19. Jahrhundert, das Gentleman Magazin, es wird berichtet, dass die Einwohner von Bignor Hill, einem von römischen Straßen geprägtes Gebiet in Sussex, glaubten, dass ein alter keltischer Drache auf einem nahegelegenen Hügel lebte. Einige Volksmärchen sprachen von den umliegenden Hügeln als Teil der Hautfalten des Drachen, während andere darauf hinwiesen, dass sich die Drachenhöhle in der Nähe einer zerstörten römischen Villa befand. Diese spätere Geschichte ist interessant, weil sie eine Interpretation des Bignor Hill Drachen als eine Art Überbleibsel der römischen Besetzung Großbritanniens hervorhebt, die die römische Religion auf der Insel einführte. Die Vorstellung, dass der Drache keltischen Ursprung ist, deutet ebenfalls auf eine christliche Dämonisierung der heidnischen Praktiken hin. Obwohl die Ursprünge des Bignor Hill Drachen unbekannt sind, ist Sussex in Drachengeschichten überhäuft und ist damit eine Schatztruhe der Drachenvolkslore. Was ist da wirklich dahinter? Fünftens, Lemister Knacker. Lemister Sussex war einst die Heimat eines Schlägers, basierend auf dem alten englischen Wort Nikor, was Wasserdrache bedeutet, sind Knöchel vorwiegend in Knöchellöchern zu finden, Teichen, die in ganz Sussex vorhanden sind. Der Lemister-Schläger lebte in einem solchen Schlägerloch in der Nähe der Hauptkirche von Lemister. Der Schläger begann seine Schreckensherrschaft, indem er Vieh abriss. Dann zog der Wasserdrache alle jungen Mädchen aus dem Dorf weg, bis das einzige Mädchen die Königstochter war. Mit wenigen Optionen bot der König von Sussex seine Tochter als Preis für jeden an, der den Drachen erschlagen konnte. Drei verschiedene Versionen dieser Legende nehmen drei verschiedene Helden auf. Eine Legende besagt, dass ein wandernder Ritter den Drachen getötet hat, bevor die Prinzessin als seine Frau nahm. Eine andere Version tötete ein lokaler Mann namens Jim Puttock den Drachen, indem er ihm vergifteten Pudding fütterte. Und die dritte Version besagt, dass ein Mann namens Jim Pulk den Drachen mit vergifteten Pudding tötete, aber vergisst das Gift des Drachen von seiner Haut abzuwischen und stirbt als Folge. Diese konkurrierenden Versionen unterstreichen lediglich die Bedeutung der Lemister-Knacker-Geschichte für die Sussex-Volkslore. Die Kirche Stadt Maria Magdalena in Lemister ist immer noch als die Heimat des Slayers Slab
bekannt. Einem Grab, in dem sich angeblich die Knochen des Mannes befinden, der den Lemister-Schläger getötet hat. Viertens. Lytle Wurm von Spint Leston Hoig. The Lady Wurm of Spint Leston Hoig, begann als eine nord- und britische Ballade, die im Norden Englands durch Lieder weitergegeben wurde. Die Geschichte beginnt mit dem König von Nordumbria, der mit seiner Frau und seinen Kindern im Bamburg Castle lebte. Als die erste Königin starb, nahm der König eine boshafte Hexe als Braut. Der starke Sohn des Königs, Child Wind, ist auf See, und so gibt es niemanden im Schloss, der die bösen Pläne der Hexe aufhalten kann. Eifersüchtig auf die schöne Prinzessin Margaret, verwandelt die Hexe das junge Mädchen in einen Drachen. Die Prinzessin bleibt so, bis Child Wind zurückkehrt und den Drachen küsst. Der Kuss des Prinzen bricht den Zauber, wodurch der Prinz den Thron beanspruchen kann. Als Rache flucht Child Wind die Hexe und verwandelt sie in eine Kröte. Dies ist nur eine Version dieser klassischen Geschichten. In einer anderen Version heißt es, dass das Schloss Bamburg und der Fluch der Hexe ist viel schlimmer. Prinzessin Margaret wird zu einem unkontrollierten, hungrigen Drachen, der sich an der Viehzucht der Gegend erfreuen muss. Beide Versionen beziehen sich jedoch auf die isländische Sage des Gestaltenwandlers Alsol und ihres Geliebten Jalmter. Ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Was meint ihr? Ihr könnt das gerne zu jeder Geschichte was schreiben in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr meint. Aber ich finde, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, dass der Prinz den Drachen küsst und dann die Hexe verflucht. Drittens. Der Mordiford Wyvern. Die Geschichte von Mord und dem Mordiford Wyvern ist eine ziemlich ungewöhnliche Legende. In Mordiford, einem Dorf in Herefordshire, handelt es sich um ein junges Mädchen namens Mord, das eines Morgens ein Baby Wyvern findet. Mord nimmt die kleine Kreatur als Haustier mit sich und füttert sie regelmäßig mit Milch. Wenn die Kreatur älter wird, entwickelt sie eine Vorliebe für menschliches Fleisch und beginnt, auf die Dorfbewohner von Mordiford loszugehen und zu essen. Trotz ihrer Grausamkeit bleibt die Wyvern Mord treu und weigert sich, sie zu essen. Aber selbst Mord kann die Wyvern nicht dazu bringen, den Mordrausch zu stoppen. Es befindet sich auf einem nahegelegenen Kamm und ist durch seine ständigen Hin- und Herbewegungen zu den Serpentpath, einer kurvenreichen Straße, die an einem lokalen Fluss endet. Es gibt mehrere Versionen des Todes der Kreatur. In einem schafft es der Spross der Garsten Family, das Biest nach einem heftigen Hinterhalt zu töten. Eine andere Version besagt, dass ein verurteilter Verbrecher die Wyvern getötet hat, um der Todesstrafe zu entgehen. Zweitens. Der Drache von Longwitten. Die Einwohner von Longwitten, Northumberland, wurden zeitweise von drei heiligen Brunnen gesperrt. Dies geschah nicht, weil das Wasser vergiftet war, sondern weil ein furchterregender Drache sie davon abgehalten hatte. Ein Held erschien nicht, bis ein Ritter namens Sir Guy, Earl of Warwick, die Aufgabe übernahm, den Drachen zu töten. 3 Tage lang bekämpften sich Sir Guy und der Drache. Während dieser Zeit wurde Sir Guy enttäuscht, weil jeder Schnitt und Stich den Drachen nichts anhaben konnte. Sobald der Drache getroffen wurde, benutzte er einfach Magie, um seine eigenen Wunden zu heilen. Am 3. Tag bemerkte Sir Guy, dass der Drache seinen Schwanz während der gesamten Schlacht in einen der Brunnen aufbewahrt. Als Sir Guy
feststellte, dass das heilige Wasser es dem Drachen ermöglichte, sich ständig selbst zu heilen, überredete er den Drachen, sich vollständig von dem Brunnen zu entfernen, wodurch er verwundbar wurde. Als Sir Guy das heilige Wasser verlassen hatte, gelang es ihm leicht, die Kreatur zu töten. Ausführliche Versionen der Geschichte verkündeten, dass die Gewässer in ganz Northumbria für ihre heiligen Eigenschaften bekannt waren. Und als solche begehrte der Drache die Brunnen für seine eigenen Zwecke. In einigen Geschichten verwendete der tapfere Ritter auch eine magische Salbe, um sich von den Atem des Drachen zu schützen. Und Nummer 1. Wurm von Linden. Laut Geschichten aus dem 12. Jahrhundert, aus dem Scottish Borders, lebte der Lindenwurm auf den Hügel Wormsden in der Nähe des Dorfes Linden in Roxburghshire. In der Dämmerung verließ der Drache seine Höhle, um Schafe, Kühe und Menschen zu erbeuten. Alle Waffen, die gegen die Kreatur eingesetzt wurden, erwiesen sich als nutzlos, und Linden war bald zu einem Ödland geworden. Als die Nachricht des Drachen William oder John de Somerville dem Lord of Lauriston anhört, beschloss der mutige Ritter zu handeln. Auf seinem Weg nach Norden bemerkte de Somerville, dass der Drache häufig alles verbrauchte, was ihm im Weg stand. Wenn sich jedoch etwas zu Großes zum Schlucken in der Nähe befand, würde der Drache mit offenem Maul still liegen. Da Somerville den Drachen verwundbar machte, ließ er einen Eisenschmied ein Rad mit einer Spitze vorne herstellen. De Somerville legte brennenden Torf auf das Rad. Als er zu Pferd in den Mund des Wurmes reiste, platzierte er das Feuer im Drachen und verursachte eine tödliche Wunde. In des Todeskampf des Lindenwurms entstanden die vielen Hügel, die heute die Region bevölkern. Für seine Aktion hat Linden Kirch oder Kirk einen geschnitzten Stein geschaffen, um die Geschichte für die Nachwelt aufzuzeichnen. In einigen Versionen eignet sich der Tod des Lindenwurms während der Regenerierungszeit von König Wilhelm den Löwen, der von 1143 bis 1214 über Schottland herrschte. Angeblich begrüßte König William de Somerville als mein tapferer heiliger George, um das Vertrauen des Adligen zu stärken. Abgesehen von den geschnitzten Steinen in der Lindenkirche wird der Sieg von Somerville angeblich durch das Wappen von de Somerville gedeutet, das einen grünen, feueratmenden Drachen auf dem Tympanon aufweist. Und das waren die 10 Drachen aus der britischen Volkslore. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, und schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr so meint über diese Volkslore, was euch gefallen hat und wie ihr dazu denkt, überhaupt über das Thema Drachen. Weil ich finde es einfach nur schade, dass Drachen immer als bösartig dargestellt werden. Und das war's wieder. Bis zum nächsten Mal.